Nun darf ich sehr herzlich Herrn Kinzler, Herr Benjamin Kinzler von der Firma Erneuerbaren Energien Kinzler vorstellen. Er wird heute seine Firma vorstellen. Herr Kinzler, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen heute zu unserem Vortrag und möchte mich für eine reibungslose Organisation zuerst einmal bedanken. Finde natürlich es schade, dass wir nicht vor Ort sein können, um den leckeren Schofska-Salat genießen zu dürfen. Genau. Kurz zu meiner Person. Ich bin Zimmerermeister und Energieberater im Handwerk und seit 2005 im elterlichen Betrieb tätig, seit 2013 als Geschäftsführer. Die Firma Kinzler ist ein Familienunternehmen und besteht seit 1985. Wir beschäftigen derzeit 20 Mitarbeiter. Der Firmensitz ist im schönen Schwarzwald. Unser Betrieb hat langjährige Erfahrung im Holzbau und in der Energieversorgung. Das Bestreben ist es, alle Gebäude energieeffizient zu bauen und zu versorgen. Wir sind uns bewusst über die Klimaproblematik, welche auf uns zukommt, und stellen uns dieser Verantwortung mit den technischen und ökologischen Materialien Stand der Technik. Das Land Bulgarien haben wir in 2019 kennenlernen dürfen, wo wir mit Herr Porsche, Firma ABC Architekturbüro Porsche, ein Projekt umgesetzt haben. Dies wird im nächsten Vortrag auch nochmal vorgestellt. Wir haben dadurch erfahren, dass unsere Bauweise und das Sonnenhauskonzept auch in Bulgarien funktioniert, da dort auch ähnliche klimatische Bedingungen herrschen. Nun möchte ich ein Bauteil unseres Hauskonzepts vorstellen. Das ist die Firma Holzius. Die Firma Holzius ist ein italienisches Südtiroler Unternehmen. Herr Niederfringer hat dieses Wandsystem erfunden, das aus einem Vollholzsystem besteht. Sie sehen hier auf der Folie einen Wandschnitt. Sie sehen hier verschiedene 6 cm Lagen, die aneinander, hintereinander gestellt werden. Es sind hier stehende Hölzer, also wir haben im Bauteil keine Setzung, der Unterschied zum Blockbau. Die einzelnen Schichten werden durch eine Gratleiste, wie Sie hier sehen, miteinander verspannt. Das System ist leim- und metallfrei. Ab 2 Schichten sind wir dampfdicht und benötigen keine Folien für innen als Dampfbremse. Die Hölzer werden in unseren Objekten innen in der Regel sichtbar gelassen, da die Oberfläche schon fertig ist. Das Holz bietet eine sehr gute Raumluft durch eine regulierte Aufnahme von Feuchtigkeit und Abgabe. Wir haben hier eine langlebige Gebäudehülle und können somit die Energie gut speichern. Dies ist notwendig im Winter, wenn es draußen kalt ist, sowohl auch die sommerliche Hitzeschutz bieten im Raum, wenn es draußen sehr warm ist. Das Energiekonzept verfolgen wir seit 10 Jahren. Wir haben hier langfristige Erfahrungen in der Erzeugung der Energie, hier als Photovoltaik. Wir sehen hier in unserer Praxisbeispiele eine Energieversorgung im Wohnbereich bis zu 30% als Eigennutzen. Das heißt, wir speisen den Strom nicht mehr in das öffentliche Netz. Wir versuchen, diesen im Gebäude selber zu nutzen. Dies wird in Gebäuden, öffentlichen Sektoren noch erhöht, da die tagsüber genutzt werden, auch in Industriegebieten, also Industriegebäuden, wird der Eigenstrom nochmal deutlich verbessert. Die Anordnung der Module durchaus auch auf Ost-West-Dächern möglich,
da wir hier eine bessere Bandbreite für die Sonneneinstrahlung haben und den Eigennutzen nochmals verbessern können. Zu unserem Sonnenhauskonzept gehören weiterhin folgende Komponenten. Hier in links abgebildet ist ein Stromspeicher, welcher durch die Sonnenenergie maximal gefüllt wird. Wir arbeiten hier mit der Firma Greenrock zusammen als Partner. Diese Firma bietet uns einen Salzwasserspeicher, eine gute Alternative zu den Lithium-Ionen-Speichern, da wir hier auch den Fokus auf Nachhaltigkeit und Ökologie gelegt haben. Die Zellen sehen Sie im unteren Bereich. Eine Zelle hat 2,5 kW Peak an Speichermasse. Auch im Industriebereich gibt es Business-Speicher, wo wir die Kapazitäten durchaus höher fahren können. Eine weitere Möglichkeit, Energie zu speichern, ist es in Warmwasser. Sie sehen hier einen Heizstab, wo angesteuert wird, nur direkt über die Sonnenenergie. Das ist wichtig. Wir wollen keine Energie vom Netz zukaufen, sondern die Energie, wo auf dem Dach erzeugt wird, wird direkt auch ins Warmwasser gespeichert. Hier haben wir gute Erfahrungen, dass wir im Sommerbetrieb durchaus das Brauchwasser dadurch erwärmen können. Für das Backup im Winter ist es möglich, einen Holzvergaserofen mit Wassertaschen einzusetzen, sowohl als auch eine Wärmepumpe im öffentlichen Sektor einzusetzen. Die Wärmepumpe hat noch diesen Vorteil, die Kühlung abzudecken sozusagen. Hier wiederum weise ich auch nochmal wieder auf die Gebäudehülle zurück mit Holz, diese gute Eigenschaften auch hier zu nutzen. Ein Energiemanagementsystem ist notwendig, um die Priorisierung der Energiespeicher zu steuern. Wir bevorzugen, den elektrischen Strom in elektrischen Strom zu speichern, danach in den Wasserspeicher zu gehen, und all die Steuerung ist mittlerweile auf dem Markt ausgiebig getestet und marktreif. Wir haben dieses Konzept in einem Praxisbeispiel in Rottweil umgesetzt. Hier ist eine Kindertagesstätte, diese gerade aktuell saniert wird. Sie sehen hier ein Bestandsgebäude, nicht gedämmte Dächer. Dieses muss komplett überarbeitet werden. Einen Kubus setzen wir auf den Bestand mit der Vollholzwand. Hier war es im Bauherr sehr wichtig, eine ökologische und nachhaltige Energieversorgung zu erreichen und schadstoffarme Baumaterialien, Baustoffe einzusetzen, um das Raumklima gerade für Kinder hervorragend zu erreichen. Ein Akkuspeicher ist zusätzlich geplant. Die Energieversorgung wird über eine Luftwärmepumpe erfolgen. Realisierte Projekte ist hier ein viergeschossiges Wohngebäude, auch aus leimfreiem Vollholz. Hier werden 480 Tonnen CO2 gebunden. Dies ist durchaus auch denkbar als Bürokomplex, wo die Anforderungen auch ähnlich sind. Gerade hier in diesem Bereich war Schallschutz ein großes Thema, dieses bewältigt wurde. Nochmal ein weiteres Projekt ist hier eine weitere Kindertagesstätte, wo der Kunde ebenfalls die hohen Anforderungen an das Gebäude, Nachhaltigkeit, Raumklima etc. gestellt hat. Die Schule in Ludwigsburg wurde mit dem ähnlichen Konzept, wie ich gerade bereits vorgestellt habe, realisiert. Von den Kunden bisher wurde eine sehr positive Rückmeldung über das Raumklima und die Konzeption gegeben. Abschließend
will ich nochmal darauf hinweisen, dass wir die Energieversorgung auf Dächern in Städten oft beschränkt ist. Ja. Hier gibt es Möglichkeiten, dies auch in einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auszuweiten. Auch hier sehen wir Potenzial, gerade speziell um Sofia herum. Auch hier sind wir interessiert, in einer Expertengruppe hier einen Austausch und Begleitung einer solchen Maßnahme bereitzustellen. Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ich denke, auf das Warnsystem kann man noch mal näher eingehen. Dies bin ich gerne bereit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kienzler, für Ihren Vortrag, für Ihre Präsentation. Gibt es Fragen seitens des Zielpublikums in Bulgarien? Wir geben noch mal eine kurze Möglichkeit. Ansonsten hier sind auf jeden Fall Ihre Kontaktdaten auf dieser Folie. Das Zielpublikum kann gerne auch entweder Sie direkt kontaktieren oder kann sich an die Kammer, an die Kolleginnen und Kollegen von der Kammer wenden, sodass auch Termine nochmal mit Ihnen vereinbart werden können. Super. Vielen Dank nochmal.